Martin Payerl wurde am 11. August 1983 geboren. Er war Schlosserlehrling und lebte mit seinen Eltern und seiner Schwester in Bad Reichenhall. Am 1. November 1999 gegen 12 Uhr mittags kam Payerls 18-jährige Schwester gerade von ihrer Arbeit im nahegelegenen Krankenhaus nach Hause. Der 16-jährige Martin gab 5 Schüsse aus seinem Revolver auf sie ab. Sie war sofort tot. Mit einem halbautomatischen Selbstladegewehr begann Payerl aus dem Fenster zu schießen. Ein altes Ehepaar aus der Nachbarschaft streckte er mit 10 Schüssen nieder. Ein Patient des Krankenhauses, welcher sich zum Rauchen nach draußen gestellt hatte, wurde schwer verletzt und starb am Tag später an seinen Verletzungen. Er verletzte dabei auch den Schauspieler Günther Lamprecht, dessen Lebensgefährtin und deren gemeinsamen Fahrer. Als die Polizei die Wohnung des jungen Mannes stürmte, fanden sie die tote Schwester und auch Martin Payerl selbst. Er hatte sich mit einer Schrotflinte in der Badewanne erschossen.